Hallo und herzlich willkommen zum Vortrag über Biohacking, Ketose, ketogene Ernährung und exogene Ketone. Mein Name ist Markus Pschick, ich bin seit über 25 Jahren in der Physiotherapie, seit 20 Jahren selbstständig und bin Heilpraktiker in der Physiotherapie. Meine beruflichen Schwerpunkte der letzten 20 Jahre meiner Selbstständigkeit waren zum einen die Tätigkeit im Profisport, im Leistungssport. Ich habe diverse Nationalmannschaften betreuen dürfen, durfte 5 Jahre beim FC Bayern München arbeiten und habe so sehr viele Erfahrungen gemacht mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit Supplementen und unterschiedlichen Nahrungsersatzstoffen, die im Profisport so verwendet wird. Und zum anderen habe ich jahrelang in der Referententätigkeit verbracht. Das heißt, ich bin seit 2003 neben meinen physiotherapeutischen Praxen auch noch mit diversen Fort- und Weiterbildungszentren selbstständig und bin Fachlehrer für manuelle Therapie und unterrichte neben der manuellen Therapie noch andere Themen, wie zum Beispiel funktionelle Schuheinlagen in der Physiotherapie, Atlastherapie, Kiefergelenkstherapie und auch diverse sportmedizinische Themen. Und von daher bin ich immer wieder mal auf unterschiedlichen Ebenen mit dem Thema der Nahrung, der Ernährung und vor allem verschiedener Ernährungsweisen im Endeffekt beschäftigt gewesen. Frage Nummer eins, bevor ich anfange, über mein Thema zu sprechen: Wer denkt denn schon einmal im Zustand der Ketose gewesen zu sein? Könnt ihr mal selber über die Frage nachdenken? Ich beantworte sie jetzt mal an dieser Stelle, nämlich wir alle. Jeder von uns war schon einmal, mindestens einmal im Zustand der Ketose. Warum das so ist, werden wir im Laufe der nächsten 45 bis 60 Minuten klären. Auf diesen beiden Bildern sieht man die klassische, typische Ernährung, wie sie in unserer Gesellschaft heutzutage durchgeführt wird. Auf dem linken Bild, die junge Dame ernährt sich komplett zuckerhaltig, viele künstliche Süßstoffe, viele künstliche Farbstoffe, viele künstlichen Geschmacksstoffe. Und man sieht in ihren Augen, dass sie bereits von dem, was sie da isst, definitiv abhängig ist, eine bestimmte Sucht entwickelt hat. Und jeder, der schon mal versucht hat, über eine gewisse Zeit Zucker oder zuckerhaltige Lebensmittel wegzulassen aus der täglichen Ernährung, der hat erlebt, dass er da tatsächlich körperliche und auch psychische Folgen erlebt in den ersten Tagen, vielleicht sogar in den ersten Wochen. Das heißt, tatsächlich ist es wirklich so, Zucker macht abhängig. Warum macht Zucker abhängig? Weil Zucker an denselben Gehirnarealen ansetzt wie Kokain. Wer hätte das gedacht? Auf dem rechten Bild der krasse Gegensatz dazu. Man denkt sich, furchtbar fette Ernährung. Wenn man sich das aber genauer anschaut, dann wird man sehen, dass hier nicht das Thema Fett im Vordergrund steht, sondern vielmehr das Thema der Kohlenhydrate im Vordergrund steht. Also in ganz, ganz vielen unserer Fertigprodukte sind versteckte Zucker enthalten. Wenn ich jetzt diesen Burger zum Beispiel betrachte, wenn ich alleine nur die Soßen anschaue, zum Beispiel den Ketchup, der da drin ist, wie viel Zucker der enthält. Und um unser schlechtes Gewissen zu beruhigen, stellen wir uns dann hinter dem Burger die Cola Light, die zwar keine Kalorien hat, aber mit Zuckerersatzstoffen versehen ist, wie zum Beispiel mit Aspartam und diversen anderen Zuckerersatzstoffen, die auch sehr, sehr kontrovers auf den Insulinspiegel sich auswirken. Ich habe zum Thema Insulinspiegel mal was rausgesucht, und zwar den sogenannten glykämischen Index. Jeder von euch hat vielleicht schon mal was gehört vom glykämischen Index. Nur so viel: ist er kleiner als 55, steigt unser Insulinspiegel im Körper relativ langsam an. Ist der glykämische Index größer als 70, haben wir einen deutlich rascheren Anstieg des Insulinspiegels. Und jetzt habe ich mal ein paar Süßungsmittel rausgesucht, die in unserer Ernährung so täglich vorkommen. Zum Beispiel Glucose hat einen glykämischen Index von 100. Glucose kennt ihr wahrscheinlich als Traubenzucker. Maltose, der Malzzucker, hat einen glykämischen Index von 110. Laktose, der Milchzucker, von 100. Und Saccharose, der typische Haushaltszucker, liegt ungefähr bei 70. Übrigens, der Haushaltszucker ist typischerweise eine Mischung aus Glucose und Fructose. Und Fructose wird fälschlicherweise immer mit einem ganz natürlichen Produkt in Verbindung gebracht, mit dem Fruchtzucker, den wir aus Äpfeln, Birnen, Erdbeeren und Himbeeren und sowas kennen. In Wirklichkeit ist aber diese Fructose, die in dem Haushaltszucker enthalten ist, ein hochraffiniertes Produkt, ein High Fructose Corn Syrup, der quasi durch künstliche durch einen künstlichen Gewinnungsprozess aus Maisstärke entwickelt wird.
In dieser Auflistung habe ich jetzt unten noch Erythrit mit dazu genommen. Erythrit sollten wir uns merken, brauchen wir gegen Ende des Vortrags nochmal. Erythrit hat einen glykämischen Index von weit unter 10. Das heißt, Erythrit beeinflusst meinen Insulinspiegel fast überhaupt nicht. Wenn man sich Weißbrot, Cornflakes und Nudeln anschaut, sieht man, dass die so roundabout zwischen 70 und 85 glykämischen Index liegen, also relativ deutlich zur Ausschüttung von Insulin in unserem Körper führen. Und das Problem ist halt immer dann, wenn ich Nahrungsmittel zu mir nehme, die einen hohen glykämischen Index haben, schütte ich relativ schnell relativ viel Insulin aus. Insulin transportiert die Kohlenhydrate quasi im Körper, verarbeitet sie und baut sie ab. Und durch diesen Abbauprozess entsteht dann relativ rasch innerhalb von 1,5, 2 Stunden ein erneutes Hungergefühl. Das lässt sich jetzt vielleicht, oder dadurch lässt sich vielleicht erklären, warum ganz viele um 19 Uhr, 19.30 Uhr ihr Abendessen genießen, sich dann vom Fernseher setzen und spätestens um 20.30 Uhr oder um 21 Uhr ein Hungergefühl entwickeln, in die Speisekammer gehen und sich die Tüte Chips holen. Üblicherweise ist es so, wir empfinden Hunger. Dann suchen wir uns was zu essen. Das Essen, das wir typischerweise zu uns nehmen, ist sehr kohlenhydratlastig. Wenn ich Kohlenhydrate aufnehme, ist der Körper in der Lage, diese Kohlenhydrate meiner Ernährung umzuwandeln in Glukose. Diese Glukose ist für meinen Körper wichtig als Energieträger. Die kann ich nutzen, um meine Muskulatur, mein Gehirn mit Energie zu versorgen, dass ich klar denken kann und dass ich körperlich auch Leistung erbringen kann. Das Problem ist nur, dass die meisten Menschen viel zu viel von diesen Kohlenhydraten aufnehmen. Und in dem Moment, wo unser Glykogenspeicher voll ist, also der Speicher, wo wir unsere Glukose im Körper ablagern, wird der Körper anfangen, die zu viel aufgenommenen Kohlenhydrate in Fett umzuwandeln und dann im Körper als Depotfett abzulagern. Das heißt, wenn man das quasi auf einen ganz einfachen Nenner runterbricht, nicht durch Fett wird man fett, sondern durch Zucker wird man fett. Das bedeutet, je mehr überschüssige Kohlenhydrate ich zu mir nehme, umso mehr baut der Körper um in Fett und umso mehr Gewicht nehme ich zu, weil ich umso mehr Körperfett ablagere. Würde ich jetzt meine Ernährung einmal upside down auf den Kopf stellen und würde mich genau andersrum ernähren und würde mal deutlich mehr Fette zu mir nehmen, und zwar ungefähr 85% meiner Ernährung, würde mich auf 15% Protein, also Eiweiß, konzentrieren und dann nur maximal 5% Kohlenhydrate, dann würde mein Körper genau andersrum funktionieren. Und das Ganze würde sich genau einmal umkehren. Wenn ich jetzt Hunger hätte und ich würde kohlenhydratarme Ernährung zu mir nehmen, dann würde der Körper als erstes mal die Glykogenspeicher abbauen. Und wenn die Glykogenspeicher leer sind, dann würde er anfangen, in der Leber aus Fettmolekülen sogenannte Ketonkörper zu entwickeln. Das heißt, er würde erstmal die Nahrungsfette umbauen in der Leber zu Ketonen und dann im zweiten Schritt würde er anfangen, Körperfettdepots abzubauen und aus dem körpereigenen Fett Ketonkörper zu entwickeln. Und diese Ketonkörper wiederum könnte er perfekt verwenden, um Muskulatur und Gehirn mit Energie zu versorgen. Es hätte sogar den Vorteil, dass Ketonkörper direkt in der Lage sind, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden und damit sofort unser Gehirn mit Energie zu versorgen. Das Ganze über Ernährung umzusetzen, wäre rein theoretisch ganz gut machbar. Man sieht hier auf dem Bild so eine typische sogenannte ketogene Ernährung. Ja, ich müsste mich von fetten Fischen, von fetten Käsen ernähren, ich müsste Nüsse zu mir nehmen, auch in Eiern ist natürlich Fett enthalten, Avocado hat relativ viel Fett. Also wenn man sich das so anschaut, schaut es auf den ersten Blick ja relativ lecker aus, aber man muss sich jetzt schon sehr, sehr gut mit der ganzen Geschichte auskennen, um rauszufinden, wo ist wie viel Fett drin. Zum Beispiel hier grünes Gemüse würde ausreichen, um unsere 5% Kohlenhydrate aufzunehmen, die wir in einer ketogenen Ernährung bräuchten. Also perfekt wäre es, eine ketogene Ernährung durchzuziehen. Ich hätte damit Ketosewerte zwischen 0,5 und 7 Millimol im Körper. Relativ schwierig umsetzbar. Wir werden später noch drauf kommen, warum ganz, ganz viele Leute daran scheitern, über so eine ketogene Ernährung in den Zustand der Ketose zu kommen.
wenn ich es schaffen würde, dann hätte ich ganz, ganz, ganz viele Vorteile. Vorteil Nummer eins, ich hätte einen rapiden Verlust an Körperfett, vorausgesetzt, ich würde mich auch dementsprechend unterkalorisch ernähren. Vorteil Nummer zwei, ich hätte deutlich weniger Hungergefühl. Hat den Hintergrund, im Zustand der Ketose wird mein appetitanregendes Hormon, mein Hungerhormon Ghrelin reguliert und unterdrückt. Und dadurch hätte ich im Laufe des Tages nicht mehr diese Heißhungerattacken. Ich hätte dieses Craving nicht mehr, diese Gelüste, dieses Verlangen zum Beispiel auf Süßes. Ja, es kennen viele von euch, wenn ihr was gegessen habt, dann seid ihr zwar satt, aber trotzdem geht ihr in die Speisekammer und holt euch eine Tafel Schokolade. Oder wenn ihr Nachmittag, keine Ahnung, 15 Uhr im Büro sitzt, dann fangt ihr plötzlich an, die Schublade zu durchsuchen, ob ihr nicht vielleicht noch irgendwie einen Schokoriegel findet oder sowas. Ja? Dieser typische Heißhunger auf Süßigkeiten, der würde im Zustand der Ketose wegfallen. Und das unterstützt natürlich ganz, ganz viele Leute mit dem Ziel oder bei ihrem Ziel, Körperfett zu reduzieren. Ein weiterer ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass Stimmungsschwankungen erheblich reduziert werden würden, weil wir nicht mehr in den Unterzucker kommen. Ich habe gerade vorher versucht, an dem glykämischen Index festzumachen, dass wenn ich Insulin schnell ausschütte, ich einen hohen Insulinspiegel im Körper habe, der dann wieder relativ rasch sinkt, ich jedes Mal, wenn er wieder runtergeht, in eine neue Hungersituation komme. Das heißt, wenn ich sehr viel Kohlenhydrate zu mir nehme, sehr viel Zucker zu mir nehme, dann knalle ich den ganzen Tag meinen Insulinspiegel rauf und runter und rauf und runter und rauf und runter und ich würde alle 2-3 Stunden ein neues Hungergefühl kriegen. Und dadurch habe ich halt immer schlechte Laune. Ja? Wer Hunger hat, hat schlechte Laune. Und wenn ich 2-mal am Tag Hunger habe, habe ich 2-mal schlechte Laune. Und wenn ich 5-mal am Tag Hunger habe, hätte ich 5-mal schlechte Laune. Und damit wäre ich jetzt ständig in diesen Stimmungsschwankungen, die ich nicht nur an mir, sondern auch an meiner ganzen Umgebung auslasse. Der Schlaf würde sich höchstwahrscheinlich deutlich verbessern. Meine Verdauung würde sich verbessern. Warum würde sich die Verdauung verbessern? Ganz einfach, Kohlenhydrate führen im Verdauungstrakt, in meinem Darm, zu Blähungen, unter Umständen zu negativen Situationen, was die Darmflora betrifft und so weiter und so weiter. Also Kohlenhydrate verändern die Verdauung fast immer negativ. Ein weiterer sehr, sehr positiver Effekt ist, dass der mentale Fokus zunimmt. Das heißt, meine geistige Leistungsfähigkeit wird besser, mein Gehirnnebel verschwindet, weil Ketone direkt die Blut-Hirn-Schranke überwinden können. Ein Effekt, der vor allem für mich sehr, sehr wichtig war und der mich relativ schnell überzeugt hat, dass der Zustand der Ketose für mich ein sehr, sehr wertvoller Zustand ist, ist, dass mein Mittagstief verschwunden ist. Früher war es immer so, dass wenn ich eine Fortbildung gehalten habe, ich 15 Uhr in der Nachmittagspause, wenn meine Kursteilnehmer beim Kaffeetrinken waren oder einige beim Rauchen vor der Tür gestanden sind, war ich immer dermaßen todmüde, dass ich mich eigentlich in meinem Büro auf die Couch legen hätte können und schlafen hätte können. Und das hat sich total erledigt, seit ich mich mit dieser Ketose-Situation beschäftigt und befasst habe. Auch diese typischen Fresskoma-Zustände fallen weg. Jeder, der schon mal Mittag einen Schweinsbraten mit Nägel gegessen hat, der kann sich erinnern, dass er sich danach am liebsten 2 Stunden ins Bett gelegt hätte. Und solche Situationen erlebt man halt nicht mehr, wenn man sich ketogen ernährt. Auch das Hautbild wird besser. Kann man auch ganz einfach erklären. Wer viel Zucker zu sich nimmt, lagert Zuckerkristalle in seinem Bindegewebe ab. Und dadurch wird das Bindegewebe, das Faszialgewebe, spröder, steifer und weniger elastisch. Und dadurch entstehen so Hautbilder wie Zellulite beispielsweise oder auch Faltenbildung wird dadurch unterstützt. Was außerdem sehr, sehr positiv ist für Leute, die entweder viel Sport machen oder Leute, die sich in einem Alterungsprozess befinden, dass ich im Zustand der Ketose Muskelschutz habe. Das heißt, katabole Prozesse, die also Muskulatur reduzieren, die Muskulatur abbauen, das ist auf der einen Seite für einen Leistungssportler ganz schlimm, auf der anderen Seite aber auch für ältere Menschen, die ihre Muskulatur nicht brauchen, um 100 Meter zu laufen, sondern um ihren Alltag zu bewältigen, die sind natürlich maßgeblich darauf angewiesen, dass ihre Muskulatur erhalten bleibt und ihre Muskelfunktion erhalten bleibt. Und im Zustand der Ketose unterstütze ich anabole Prozesse, also muskelaufbauende Prozesse und nicht muskelreduzierende Prozesse.
Spezifische Vorteile kennt man auch. Es gibt nämlich seit Anfang, Mitte der 1920er Jahre Untersuchungen, die bei epileptischen Kindern festgestellt haben, wenn sie sich konsequent ketogen ernähren, dass sie deutlich weniger epileptische Anfälle haben und die Ausprägung der Epilepsie auch deutlich reduziert werden kann. Bei Diabetikern stellt man fest, vor allem bei Typ 2 und Typ 3 Diabetikern, dass sich die Situation erheblich verbessern lässt. Der Typ 2 Diabetes ist in der Medizin bekannt als der sogenannte Altersdiabetes, bedeutet, der Körper kann zwar Insulin produzieren, kann Insulin aber nicht mehr richtig verarbeiten. Der Körper entwickelt eine sogenannte Insulinresistenz. Typ 3 Diabetes, auch als Alzheimer bzw. als Demenz bekannt, da kommt es zur Verzuckerung, zur Karamellisierung der Gehirnsubstanz und damit zur deutlichen Leistungsfähigkeitsverringerung im Denkvermögen. Zu Typ 1 Diabetes werde ich ein paar Minuten extra nochmal was erzählen. Was ich jetzt schon oft erzählt bekommen habe von Bekannten von mir, die unter Migräne leiden, dass wenn sie im Zustand der Ketose sind, Migräne fast vollständig verschwunden ist. Ja, bitte das nicht als Heilversprechen verstehen, sondern einfach nur als Erfahrungswert von Freunden und Bekannten von mir, die jahrelang unter Migräne gelitten haben und im Zustand der Ketose sich nahezu vollständig davon befreien konnten. Was auch interessant ist, Ketonkörper sind nicht nur Energieträger, sondern auch Signalmoleküle, die dem Körper dabei helfen, Entzündungsprozesse zu unterdrücken. Das heißt, Entzündungsprozesse und auch Autoimmunreaktionen werden erheblich positiv beeinflusst durch den Zustand der Ketose. Ich habe das jetzt selbst erst an einer Mitarbeiterin von mir feststellen dürfen. Wir haben einen 8-Wochen-Versuch gestartet mit einer meiner Mitarbeiterinnen, haben vor dem Versuch Blutanalyse gemacht, haben dann dafür gesorgt, dass sie 8 Wochen in einem Zustand der Ketose sich befunden hat. Und nach Beendigung dieser 8 Wochen haben wir ein neues Blutbild gemacht und wir haben gesehen, dass ihre Autoimmunwerte, ihre Rheumawerte, ihre Entzündungsprozesse im Körper ganz, ganz massiv positiv beeinflusst wurden. Es gibt viele Untersuchungen aus Bereichen in der Gesellschaft, wo relativ viel Geld zur Verfügung steht, nämlich einmal aus dem Bereich des Militärs und zum Zweiten aus dem Bereich des Profisports. Beide Bereiche haben sich relativ intensiv mit Ketose, mit ketogener Ernährung und auch mit exogenen Ketonen beschäftigt. Eines der ersten Untersuchungen kommt aus dem Bereich der US Navy SEALs. Die haben zum Beispiel herausgefunden, dass Soldaten im Zustand der Ketose eine deutlich bessere Leistungsfähigkeit aufweisen konnten. Was für mich total interessant war, dass bei dieser Studie herausgekommen ist, dass sie vor allem im Sauerstoffmangelzustand sehr, sehr effektiv ihre Leistung abrufen konnten. Das war für mich als Physiotherapeut sehr, sehr erstaunlich, weil ich beschäftige mich seit weit über 25 Jahren mit Trainingstherapie, mit Trainingswissenschaft, weil ich nicht nur Physio-Ausbildung gemacht habe, sondern auch im Trainingsbereich diverse Fort- und Weiterbildungen besucht habe. Und egal, was man lernt immer, wenn du in den Bereich des Grundlagenausdauertrainings kommen möchtest, wenn du in den Bereich des Fettverbrennungsstoffwechsels kommen möchtest, musst du immer aerob arbeiten, also unter Zugabe von ausreichend Sauerstoff arbeiten. Und hier kann man erkennen, dass der Zustand der Ketose dazu führt, dass die Leistungsfähigkeit vor allem im Sauerstoffmangelbereich erheblich verbessert werden kann. Ja, und wenn man jetzt im Hinterkopf hat, dass der Zustand der Ketose eigentlich der Zustand der Fettverbrennung ist, dann ist es eigentlich, wenn man sportwissenschaftlich denkt, ein ganz, ganz neuer Denkansatz. Ein paar Worte zum Thema Leistungssport, zum Thema Profisport. Wenn man einen Athleten nehmen würde, der ca. 70 Kilo schwer ist und ungefähr 10% Körperfettanteil hat, und man würde den sportlich aktiv werden lassen und man würde dafür sorgen, dass er rein als Kohlenhydratverbrenner unterwegs ist. Das heißt, er hat einen hohen Kohlenhydratpegel im Körper und er gewinnt seine Energie aus Kohlenhydraten. Dann wäre er in der Lage, ca. 2000 Kilokalorien abzurufen. Also ich selber bin jetzt kein Leistungssportler, aber ich laufe in der Woche aktuell so ungefähr zwischen 100 und 120 Kilometer. Also ich laufe am Tag irgendwo, keine Ahnung, zwischen 12 und 15 Kilometer, auf die Woche verteilt zwischen 100 und 120 Kilometer ungefähr. Und ich kann euch sagen, wenn ich als Carb-Burner unterwegs wäre, dann könnte ich mit 2000 Kilokalorien
ungefähr 2, allerhöchstens 2,5 Stunden laufen und dann würde bei mir die Leistungsfähigkeit rapide zusammenbrechen, weil ich keine Energie mehr im Körper hätte. Wenn ich genau das Gleiche aber als Fettburner mache, das heißt, wenn ich meine Energie, die ich brauche für meine sportliche Aktivität oder für meine körperliche Leistungsfähigkeit, nicht aus Kohlenhydraten gewinne, sondern aus dem Fettdepot gewinne, dann habe ich nicht 2000 Kalorien, sondern dann habe ich 49.000 Kalorien. Das heißt, ich bin in der Lage, deutlich länger, deutlich effizienter und deutlich intensiver körperliche Leistungsfähigkeit und auch geistige Leistungsfähigkeit abrufen zu können. Und genau das war einer der Aspekte, der mich so begeistert hat, dass ich früher 50 Minuten gelaufen bin und nach 50 Minuten relativ tot war. Und jetzt laufe ich mit genau derselben Anstrengung und auch mit demselben Motivationsschub, den ich dafür brauche, nicht 50 Minuten, sondern 2, 2,5 Stunden. Ja, und ich für mich merke überhaupt keinen Unterschied, bis auf den Unterschied, dass ich an der Uhr sehe, dass ich 2,5 Mal so lange gelaufen bin und die Strecke halt 3 Mal so lang ist wie früher. Im Profisport hat man das vor allem im Bereich des Radsports gesehen in den letzten Jahren. Das Team Jumbo-Visma von Tony Martin ist zum Beispiel 2019 und 2020 die Tour de France unter Ketonen gefahren. Und da natürlich die Tour de France massiv beäugt wird, was das Thema Doping betrifft, hat man dann natürlich ganz genau hinterfragt, was macht er denn da eigentlich? Und hat die Jungs natürlich intensiv getestet. Ja. Jumbo-Visma hat die meisten Etappen gewonnen 2020 und ist, soweit ich mich erinnern kann, bei der Tour de France auch Zweiter geworden in der Gesamtwertung. Und die haben bei diesem Teamchef befragt, was macht ihr denn da eigentlich? Und der Teamchef hat fälschlicherweise gesagt, Ketone sind Nahrungsergänzungsmittel. Da hat er sich getäuscht, weil Ketone sind im eigentlichen Sinn keine Nahrungsergänzungsmittel, wie wir sie verstehen, sondern eher der vierte Makronährstoff. Ja, wir kennen Kohlenhydrat, Eiweiß und Fett als Makronährstoffe, als Energiedepots, die wir zum Körper bringen und unser Körper über Mitochondrien dann umsetzen kann in Energie. Die Ketone tatsächlich sind der vierte Makronährstoff, den wir zur Verfügung haben, um in Mitochondrien Energie gewinnen zu können. Aber was er weiter sagt, ist sehr interessant, nämlich die Substanz steht nicht auf der verbotenen Liste. Das ist für viele von uns ganz, ganz wichtig, weil viele von uns werden natürlich regelmäßig mit dem Thema Doping und mit dem Thema NADA, Nationale Anti-Doping-Agentur oder auch Welt-Anti-Doping-Agentur konfrontiert. Ich selber habe diverse Leute, die bei mir Ketone beziehen, die aus dem Profisport kommen, die mich fast täglich fragen, wie ist es denn mit hier, wie ist es denn mit da? Und man kann hier ganz klar sagen, diese Substanz steht nicht auf der Liste der verbotenen Substanzen. Es ist bekannt, dass mehrere Teams, sprich Tour de France Teams, sie verwenden. Ketone werden gewöhnlich selbst im Körper produziert, wenn die Glukosevorräte aufgebraucht sind. Das ist das, was wir vorher schon besprochen haben. Der Körper ist in der Lage, in der Leber selbst Ketonkörper zu produzieren. Sie dienen quasi als Reserveenergie, sagt der Teamchef. In einer Studie der Universität Leuven wurde kürzlich herausgefunden, dass Ketonpräparate bis zu 15% mehr Leistung an den Ausdauersportler bringen sollen. Und das muss man sich mal überlegen. Bei Profiathleten, wo es um Hundertstel Sekunden geht, 15% mehr Leistung, das ist eine Welt. Man hat zum Beispiel mit Zeitfahrern einen Versuch gemacht und hat sie 30 Minuten lang fahren lassen und hat festgestellt, dass sie unter Ketonen 500 Meter weiter gefahren sind, als die, die ohne Ketone unterwegs waren. Und das ist natürlich riesig, riesig vom Ergebnis. Jetzt haben wir aber große Schwierigkeiten, uns über Ernährung, also über ketogene Ernährung in den Zustand der Ketose zu bringen. Warum ist das so schwierig? Zum Ersten, weil alles das, was ich im Laufe des Alltags so kaufen kann, was ich für mich besorge, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, wenn ich jetzt zum Beispiel Fortbildungen halten muss, muss ich mir irgendwo Mittagessen kaufen oder wenn ich dann am Abend in einem Hotel übernachte, muss ich da in einem Restaurant essen. Und alles, was ich so kaufen kann und was ich den ganzen Tag zur Verfügung gestellt bekomme, ist sehr, sehr, sehr kohlenhydratlastig. Außerdem müsste ich ziemlich genau tracken, welche Makronährstoffe in meinen Lebensmitteln drin sind, die ich so esse. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Restaurant gehe und ich bestelle mir Schnitzel mit Pommes und Salat dazu, dann muss ich so viel ernährungswissenschaftliche Erkenntnisse haben, dass ich festlegen kann, in Schnitzel mit Pommes und Salat ist so und so viel Prozent Kohlenhydrat, so und so viel Prozent Eiweiß und so viel Prozent Fett, dass ich in meiner ketogenen Ernährungspyramide bleibe. Und ich behaupte jetzt mal,
dass da 80 bis 90% der Menschen total überfordert werden. Und dann kommt halt das Problem dazu, dass viele glauben, so Dirty Keto oder Lazy Keto funktioniert auch. Ich muss mich nicht exakt ketogen ernähren, sondern ich kann da ein bisschen bescheißen und dort ein bisschen bescheißen. Und das ist eben genau der Trugschluss. Das funktioniert nämlich leider nicht. Außerdem habe ich jetzt von einigen Leuten, die es probiert haben, sich streng ketogen zu ernähren, erfahren, dass sie zwei Probleme entwickelt haben. Einmal haben sie das Problem entwickelt, dass sie Mineralstoffe sublimieren mussten. Das heißt, dass sie in Mangelzustände gekommen sind, was für mich relativ logisch ist, weil alles, was ich extrem mache, wird irgendwie zu einem Problem werden im Körper. Aber das könnte man ja sublimieren, wenn ich einfach gezielt Mineralstoffe zuführe. Das zweite Problem ist, dass einige Leute eine sogenannte Ketogrippe entwickelt haben. Ketogrippe ist ein Zustand, der sich einem grippalen Infekt ähnelt, aber natürlich keine Grippe ist. Aber der Körper fühlt sich matt, fühlt sich abgeschlagen, fühlt sich wenig leistungsfähig. Und das kann halt wirklich mehrere Wochen dauern, bis der Körper wirklich adaptiert an den Zustand der Ketose. Am Ende muss man sagen, wenn man sich streng ketogen ernähren möchte, muss man konsequent jeden Tag messen. Weil nur dann weiß man sicher, ich bin im Zustand der Ketose. Und man sieht jetzt schon, dass es wirklich eine ganz, ganz enorme Schwierigkeit bedeuten würde, wenn ich in meinem Alltag, wenn ich den ganzen Tag beruflich aktiv bin, wenn ich viel unterwegs bin, mich exakt ketogen zu ernähren. Es gibt noch einen Begriff, den wir unbedingt klären müssen, und das ist der Begriff der Ketoazidose. Dadurch, dass ich Physiotherapeut bin und viele Fortbildungen für andere Physiotherapeuten referieren darf, werde ich natürlich von medizinisch ausgebildeten Leuten oft gefragt, du, wenn du dich mit Ketonen beschäftigst, hast du nicht Angst, dass du in die Ketoazidose abdriften könntest? Und da kann ich immer ganz klar antworten mit, nein, habe ich nicht, weil in den Zustand der Ketoazidose kann man eigentlich nur kommen, wenn man unter Diabetes mellitus Typ 1 leidet. Der Diabetes mellitus Typ 1 ist der Diabetiker-Typ, der in der Bauchspeicheldrüse kein Insulin produzieren kann. Und dadurch, dass der Körper kein Insulin im Körper hat, ist er im massiven Zustand der Fettverbrennung und damit nicht mehr in einem Steady State, in einem Gleichgewicht zwischen Ketonproduktion und Bremsung der Ketonproduktion. Da fehlt diese Feedbackschleife und von daher kann der Körper da in eine Ketoazidose abdriften. Das heißt, auch ein Diabetes mellitus Typ 1 kann sich ketogen ernähren, muss aber neben dem Blutzuckerspiegel auch die Ketonwerte täglich messen, um nicht abzudriften in die Ketoazidose. Kleiner Hinweis nebenbei, Patienten, die Diabetes mellitus Typ 2 haben, also den Altersdiabetes, da kann es in einem ganz, ganz, ganz fortgeschrittenen Stadium auch dazu kommen, dass der Körper kein Insulin mehr produzieren kann. Das sind dann die insulinpflichtigen Diabetes Typ 2 Patienten, bei denen trifft was Ähnliches zu. Grundsätzlich rate ich euch immer, bei chronischen Vorerkrankungen, vor allem bei internistischen chronischen Vorerkrankungen, immer einen kompetenten Arzt zu konsultieren, bevor ihr euch mit dem Thema der Ketose beschäftigt, damit da wirklich auf internistischer Ebene alles abgeklärt wird. Aber bitte nicht zu irgendeinem Hausarzt an der Ecke gehen, sondern wirklich einen Arzt suchen, der sich mit Ernährung auskennt, der sich mit ketogener Ernährung beschäftigt hat und wer da wirklich eine spezifisch fundierte Ausbildung in dem Bereich hat. Ja, ich habe ganz zu Beginn des Vortrags vor ungefähr einer halben Stunde mal erwähnt, dass jeder, der sich dieses Interview oder dieses Video ansieht, schon mal im Zustand der Ketose war. Und hier ist der Beweis dafür. Der junge Mann rechts unten hier auf dem Bild, das bin natürlich ich. Das war in dem Moment, als ich zum ersten Mal in meinem Leben im Zustand der Ketose war, nämlich wie ich auf die Welt gekommen bin. Da habe ich ein Ketonlevel gehabt, irgendwo zwischen 0,5 und 1,5 Millimol pro Liter in meinem Körper. Meine Mutter hatte tatsächlich noch einen höheren Ketosewert, als sie im Zustand der Wehen war, also kurz bevor sie mich auf die Welt gebracht hat, weil da war sie nämlich bei fast 3,0 Millimol pro Liter. Okay? Also das ist schon mal ein ganz klares Indiz dafür, dass der Zustand der Ketose ein absolut natürlicher Zustand ist, ja, und ein erstrebenswerter Zustand ist. Wir haben unserem Körper leider abgewöhnt, im Zustand der Ketose zu sein, weil wir den Körper hauptsächlich mit Zucker und hauptsächlich mit Kohlenhydraten ernähren. Ja, in den 60er, 70er und 80er Jahren des 19. Beziehungsweise des letzten Jahrhunderts, so muss ich es richtig ausdrücken, hat man ja ständig auf politischer Ebene gestritten, was denn eigentlich dem Körper mehr Schaden zufügt.
ob es die Fette sind oder ob es die Kohlenhydrate sind. Und dann hat man irgendwann einmal beschlossen, es sind ganz bestimmt die Fette. Und dann hat man Fett, also Low-Fat-Diäten und Niedrig-Fett-Ernährungsprodukte hergestellt. Und die Ernährungsindustrie hat sich darauf spezialisiert, Low-Fat zu produzieren. Und wir haben natürlich das Problem, wenn ich Nahrungsmittel herstelle, wo wenig Fett drin ist, haben die wenig Gehalt. Und vor allem das Schlimmste ist, sie haben sehr, sehr wenig Geschmack. Und jetzt muss ich den Geschmack natürlich irgendwie ausgleichen. Und das schaffe ich, indem ich Zucker reinpacke. Ja, vielleicht habt ihr schon mal den Film Sugar gesehen. Deutscher Titel, glaube ich, total verzuckert oder so ähnlich. Das ist einer der besten und interessantesten Filme, die ich mein ganzes Leben lang gesehen habe. Kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Ist mir empfohlen worden von einem Freund und Kollegen von Sandro Ströh. Hat mir den dann sofort organisiert, hat mir den schon mittlerweile dreimal angeschaut. Und das ist total erstaunlich, was in diesem Film gezeigt wird, wie sich dieser Protagonist innerhalb von 8 Wochen verändert hat, nur dadurch, dass er seine normale Ernährung verändert hat in Richtung Low-Fat-Diät sozusagen und Fertigprodukte gekauft hat, die im Endeffekt von der Nahrungsmittelindustrie hergestellt wurden in diesem Bereich. Wir verlernen unserem Körper wirklich Schritt für Schritt und sukzessive den Zustand der Ketose und zwingen ihn in einen Kohlenhydratstoffwechsel. Und dadurch verlieren wir den natürlichsten Zustand unseres Lebens. Jetzt ist die Frage, wie können wir unseren Körper wieder zurückführen in den Zustand der Ketose? Ein zweites Mal auf die Welt kommen wird schwierig. Wehen zu produzieren ist für Männer auch nicht ganz so einfach, also brauchen wir andere Wege. Es gibt aber 4 weitere Wege, wie wir es schaffen können. Wir können es über Fasten schaffen, wir können es über massive körperliche Anstrengung schaffen, wir können es über ketogene Ernährung schaffen und wir können es über die Supplementierung exogener Ketone schaffen. Wie kompliziert und schwierig die ketogene Ernährung ist, haben wir gerade vorher besprochen. Zum Thema Fasten lässt sich sagen, es wäre der einfachste Weg, weil um Fasten zu um zu fasten, muss ich nämlich überhaupt nichts können. Ich muss nichts wissen, ich muss nichts haben, ich brauche nicht viel Geld, ich muss einfach nur konsequent nichts essen, weil dann faste ich nämlich. Durch nichts essen, wenn ich das lang genug durchführe, komme ich auf Ketosewerte von bis zu 7 Millimol pro Liter. Fasten ist total simpel, total einfach. Ich habe bloß einen mega, mega hohen Überwindungsfaktor. Ja, ich muss mich halt echt total unter Kontrolle haben selber, um das durchzuhalten. Und ich habe den Riesennachteil, dass man halt eine relativ schwierige soziale Komponente hat beim Fasten. Weil wenn ich mich mit irgendwelchen Freunden treffe, irgendwelche Familienveranstaltungen habe und alle sitzen am Tisch und feiern und essen miteinander und ich bin der Einzige, der am Tisch sitzt und sagt, ich esse nichts, weil ich muss fasten, das ist halt echt schwierig und das ist auch schwer zu kommunizieren. Und damit auf längere Zeit sehr, sehr schwer praktizierbar. Außerdem kann ich es halt nur für eine ganz gewisse Zeit durchführen. Die zweite Variante wäre über körperliche Anstrengung. Da reicht es aber nicht, eine Dreiviertelstunde zum Joggen zu gehen, sondern da reden wir schon von intensiver sportlicher Belastung, zum Beispiel von einem Marathonlauf oder von einem Triathlon oder irgendwie solche Geschichten. Also intensive, lang andauernde, massive körperliche Belastung. Allerdings könnte ich sowas halt schon auch unterstützen, zum Beispiel durch Fasten oder durch intermittierendes Fasten. Wenn ich wirklich genau wissen möchte, ob ich im Zustand der Ketose bin, dann muss ich es messen. Und es gibt 3 Wege, den Ketosezustand zu messen. Der Weg Nummer 1 ist über die Atmung. Der Weg Nummer 2 ist über Urinmessung. Und der Weg Nummer 3, der Goldstandardweg, ist die Messung übers Blut. In der Atmung kann ich Aceton messen. Aceton ist ein Ketonkörper, der aber vom Körper nicht genutzt werden kann, um Energie daraus zu gewinnen, sondern Aceton ist giftig und wird Gott sei Dank über die Atmung abgeatmet. Den kann ich zwar messen, aber der Messwert bringt mir nichts. Im Urin kann ich nur Acetoacetat nachweisen. Acetoacetat ist der 2. Ketonkörper, den wir im Körper haben. Der wäre zwar theoretisch als Energiegewinnungsstoff brauchbar, allerdings ist er halt flüchtig, das heißt, er wird rasch über Urin ausgeschieden und kann deshalb nicht auf Zellebene umgesetzt werden.
Der einzige Ketonkörper, der im Körper wirklich nachhaltig nutzbar ist als Energieträger, ist das sogenannte Beta-Hydroxybutyrat. Kompliziertes Wort, abgekürzt BHB. Und dieses BHB ist der Ketonkörper, der in unserem Körper selbst von der Leber produziert wird und als Energiekörper in den Mitochondrien umgesetzt werden kann in ATP. Und dieses BHB kann ich nur und ausschließlich im Blut messen. Und darum ist es wichtig, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige und ich möchte es wirklich messen, dass ich den Blutmessweg beschreite. Ein kleines Beispiel dazu von mir, das ist gemessen worden am 9. November. Am 9. November habe ich um 15:23 Uhr meinen Ruhe-BHB-Wert gemessen und war bei 0,2 Millimol pro Liter. Dann habe ich einen Drink zu mir genommen, und zwar einen Drink exogene Ketone, und habe dann um 16:20 Uhr nochmal gemessen und bin auf einen Ketonwert von 1,0 Millimol pro Liter BHB gekommen. Also man sieht innerhalb von einer knappen Stunde ein deutlicher Anstieg meines BHB-Werts. Um das Ganze besser zu verstehen, eine Kurve, an der man erkennen kann, dass man ungefähr ab 0,5 Millimol im Zustand der Ketose ist und ungefähr bis 3 Millimol im Zustand der Ketose sich befindet. Ja, also alles zwischen 0,5 und 3,0 wären optimale Werte, um den Zustand der Ketose nachzuweisen. Man muss aber bei diesen Messergebnissen immer vorsichtig sein, weil es nämlich absolut individuelle Messwerte sind. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, ich habe einen Messwert von 2,5, du hast einen Messwert von 1,0, ich bin der Sieger. Das ist Quatsch, sondern das ist wirklich absolut individuell zu sehen, welche körperliche Leistungsfähigkeit ein Mensch hat, wie körperlich aktiv der Mensch ist und so weiter und so weiter. Außerdem muss man ganz klar differenzieren vom Zustand der Ketose und von der Ketoadaptation. In einen Ketosezustand komme ich, indem ich zum Beispiel 60 bis 72 Stunden faste, also nichts esse. Ich komme auch in einen Ketosezustand, wenn ich mich konsequent ketogen ernähre. Um meinen Körper aber dauerhaft in eine Ketoadaptation zu bringen, sodass er wirklich dauerhaft raus aus der Kohlenhydratverbrennung und rein in der Fettverbrennung ist, muss ich mich monatelang ganz, ganz, ganz konsequent in diesen Ketosezustand bringen. Nämlich ganz, ganz konsequent ständig fasten oder ganz, ganz konsequent ständig mich ketogen ernähren. Und zwar im besten Fall 3 Monate lang, im schlechtesten Fall dauert es bis zum Jahr, bis ich in den Zustand der Ketoadaptation komme. Und das Problem ist, bei dem Versuch, dorthin zu gelangen, darf ich mir absolut keinen Fehler erlauben. Ich darf nicht zwischendrin aus Versehen mal eine halbe Bier trinken, weil dann bin ich sofort raus aus dem Zustand der Ketose. Ich darf auch nicht in Stress verfallen, weil in dem Moment, wo ich Cortisol ausschütte im Körper, komme ich aus dem Zustand der Ketose raus. Ich darf auch nicht ausnahmsweise mal ein Stück Geburtstagstorte essen, weil zufällig gerade mein bester Kumpel Geburtstag hat, weil dann komme ich raus aus dem Zustand der Ketose. Also es ist nahezu unmöglich. Eine sehr, sehr gute Möglichkeit, es doch zu erreichen, wäre die Aufnahme sogenannter exogener Ketone. Weil exogene Ketone, das ist das, was ich vorher auf dem Bildschirm gezeigt habe, der Drink, den ich da vorher gezeigt habe. Der Drink, exogene Ketone, der würde es nämlich schaffen, dass ich nach 20 bis 60 Minuten im Zustand der Ketose bin und für 3 bis 5 Stunden in diesem Zustand der Ketose mich befinde. Und jetzt kann ich selber entscheiden, wie oft am Tag ich diesen Ketosezustand haben möchte. Möchte ich ihn einmal am Tag haben für 3 bis 5 Stunden, dann kann ich eine Portion trinken. Möchte ich ihn zweimal am Tag haben, dann könnte ich 2 Portionen trinken. Wer sich mit der Thematik intensiv beschäftigen möchte und wer mehr über den Zustand der Ketose wissen möchte, über die ketogene Ernährung, dem können wir 2 Bücher empfehlen. Einmal auf Deutsch, der Keto-Kompass, und einmal auf Englisch, The Ketogenic Bible. In diesen Büchern findet ihr Studien, wissenschaftliche Ergebnisse, teilweise auch Kochrezepte, teilweise auch physiologische Grundlagen.
Beide sind sehr, sehr gut geschrieben. Der Keto Kompass ist eher für Leute geeignet, die nicht Medizin studiert haben, also den auch jedermann versteht. Und der Ketogenic Bible ist schon sehr spezifisch, nur auf Englisch geschrieben und eher für medizinisches Fachpersonal geeignet. Aber beide Bücher sind wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Ja, jetzt ist die große Frage, ich habe es gerade schon erwähnt, was sind denn diese exogenen Ketone, über die wir da gesprochen haben gerade? Exogene Ketone gibt es in verschiedenen Varianten. Grundsätzlich heißt exogen immer von außen zugeführt. Ja, es gibt endogene Ketone, das sind die Ketone, die der Körper selber in der Leber produziert. Exogene Ketone sind diejenigen, die ich von außen zuführe, und zwar entweder als Ketonsalze in Form von BHBs, ihr erinnert euch, Beta-Hydroxybutyrate, oder in Form von Ketonestern. Diese Ketonester sind in der Regel synthetisch hergestellt, also künstlich hergestellt. Diejenigen, die sich vor 5 bis 10 Jahren im Profisport schon mal mit Ketonen beschäftigt haben, die haben sich fast ausschließlich mit diesen Ketonestern beschäftigt. Seit einigen Jahren, also ich glaube mal ungefähr seit 15 Jahren, sind Ketone in der ständigen Forschung, vor allem beim Militär- und Spitzensport, weil sie nämlich alle verstanden haben, dass das quasi das Biohacking-Tool Number One in the World ist. Das Problem ist nur, dass am Anfang, also vor 10 bis 15 Jahren, zwei riesige Probleme waren. Nämlich einmal die Kostenstruktur. So ein Drink, den ich zu mir genommen habe, hat ungefähr 100 Euro gekostet. Kann sich also wirklich nur ein Vollprofi oder ein Soldat leisten. Und das zweite Problem war der Geschmack. Es hat ganz, ganz fürchterlich geschmeckt, wie Kerosin, wie Nagellack, also nicht trinkbar. Und tatsächlich ein drittes Problem, die Bioverfügbarkeit war nicht wirklich hoch. Dadurch, dass sie synthetisch hergestellt wurden, konnte der Körper nur geringe Anteile davon wirklich für sich nutzbar machen, weil sie quasi den endogenen Ketonen zu unähnlich waren. Seit wenigen Jahren, genau genommen seit 5 Jahren, hat es jetzt eine Firma geschafft, ein Produkt herzustellen, das tatsächlich exogene Ketone fast ähnlich den endogenen Ketonen beinhaltet. Dieses Produkt hat 2 ganz enorme Alleinstellungsmerkmale, sogenannte USPs, wie es heutzutage immer heißt. Diese Alleinstellungsmerkmale sind einmal, dass dieses Produkt 100% natürlicher Herstellung entstammt, und zwar durch mikrobielle Fermentation von Pflanzen und dadurch eine Bioverfügbarkeit für unseren menschlichen Körper von nahezu 100% besitzt. Und das zweite Alleinstellungsmerkmal ist, dass dieses Produkt nicht nur BHB enthält, sondern sogenanntes RBHB. Oder manchmal wird es auch als DBHB bezeichnet. R heißt rechts, D heißt Dexter. Dexter ist der lateinische Begriff für rechts. Warum ist es ein großer Unterschied, ob in einem exogenen Keton RBHB oder BHB enthalten ist? Lässt sich ganz leicht erklären. Der Körper produziert selbst in der Leber BHB, aber eben halt nur RBHB, nur rechtsdrehendes BHB. Und wenn ich durch mikrobielle Fermentation aus Pflanzen BHB gewinne, gewinne ich immer 50% linksdrehende und 50% rechtsdrehende. Und die Schwierigkeit in unserem Körper ist, dass die linksdrehenden die rechtsdrehenden quasi blockieren. Man kann sich das bildlich so vorstellen, wie wenn ich zu Hause vor meiner Haustüre stehe und ich möchte die Haustüre aufsperren und ich habe 5 Schlüssel dabei. Und ich verwende aus Versehen den falschen Schlüssel, dann kann ich den problemlos in das Schlüsselloch stecken, aber ich kann ihn nicht umdrehen. Das Schloss lässt sich nicht sperren. Aber das Schloss ist blockiert durch den falschen Schlüssel, sodass der richtige Schlüssel nicht mehr reingeschoben werden kann, um aufzusperren. Und genau das passiert uns im Körper, wenn wir Produkte zu uns nehmen, die linksdrehende Beta-Hydroxybutyrate enthalten, weil die blockieren uns nämlich dann die Andockstellen für die RBHBs. Und darum ist es immer ganz wichtig, wenn man sich mit solchen Produkten beschäftigt, auf den Ingredients, auf der Inhaltsangabe zu lesen, steht da hinten drauf BHB oder steht drauf RBHB? Weil wir brauchen RBHB in unserem Körper. Die Firma hat 10 Jahre Forschung betrieben und hat dann vor 5 Jahren angefangen, die Produkte in Amerika zu vertreiben. Und jetzt seit Juni diesen Jahres, also seit ungefähr 6 Monaten, sind sie in Europa und damit in Deutschland erhältlich.
Für die Spezialisten unter uns ein kleiner Hinweis: Die Produkte sind hundertprozentig glutenfrei, milchfrei und absolut vegan. Für die Kollegen unter uns, die jetzt schon am Googlen sind und Ketonkörper im Internet suchen, ihr werdet sicher auf den Begriff der Himbeerketone stoßen. Es gibt zahlreiche Berichte im Internet über Himbeerketone, dass die dem Körper schaden können und dass die gefährlich sein können. Über diese Himbeerketone kann ich tatsächlich nicht viel erzählen, weil ich mich nie wirklich ausführlich damit beschäftigt habe. Nur so viel: Himbeerketone haben nichts mit den exogenen Ketonen in diesen Produkten zu tun, weil Himbeerketone sind Hydroxyphenylbutane und keine Beta-Hydroxybutyrate. Also chemisch eine komplett andere Formulierung. Warum die auf Deutsch beide Ketone heißen, kann ich euch nicht sagen, aber chemisch ist es eine komplett andere Substanz. Wird aber leider dummerweise im Internet fälschlicherweise oft in einem Atemzug genannt. Warum sollte ich exogene Ketone zu mir nehmen? Ganz einfach. Zahlreiche Vorteile. Erstens, sie wirken relativ schnell, nämlich nach 20 bis 60 Minuten. Zweitens, ich kriege durch das Trinken eines Drinks alle Vorteile der Ketose. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich in einem sogenannten Dual-Fuel-System unterwegs bin. Das heißt, ich kann mich parallel dazu auch mit Kohlenhydraten ernähren. Ich muss keine ketogene Ernährung betreiben. Ich muss mich nicht aufwendig mit Nahrungswissenschaft beschäftigen. Ich muss nicht alles, was ich esse, vorher sezieren und genau nach Inhaltsstoffen auseinanderdröseln, sondern ich habe einen Drink, den kann ich auf eine Viertelstunde, 20 Minuten zu mir nehmen, habe dann 20 Minuten später, eine halbe Stunde später den Zustand der Ketose und habe alle Vorteile, die ich auch über eine ketogene Ernährung hätte, nämlich immer dann, wenn ich den Drink zu mir nehme. Wer sich mit dem Thema ein bisschen intensiver beschäftigt, wird auf kurz oder lang über den Namen Dr. Mary Newport stolpern. Dr. Mary Newport war tatsächlich eine der ersten Ärztinnen, die sich wissenschaftlich mit der Thematik beschäftigt hat, und zwar aus persönlichem und eigenem Interesse dran. Nämlich ihr Mann hat Anfang 50, Mitte 50, ganz enorme Hirnleistungsprobleme bekommen und hat eine Alzheimer-Demenz entwickelt. Der konnte sich nicht mehr selbst im Alltag zurechtfinden, hat sich verlaufen und war halt einfach nicht mehr in der Lage, seinen Alltag zu bestreiten. Und dann hat sich Dr. Mary Newport daran erinnert, dass sie in der Literatur mal was gelesen hat, dass man die Hirnleistungsfähigkeit verbessern kann, wenn man den Körper mit Ketonen versorgt in Verbindung mit Kokosnussöl, und hat dadurch festgestellt, dass sie ihren Mann ganz, ganz massiv verbessern konnte und er mehrere Jahre eine ganz, 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 ganz deutliche Verbesserung seiner Lebensqualität erreichen konnte. Und in dem Zusammenhang eine ganz nette Geschichte: Wer sein Hirn auf physisch-biochemischer Ebene in Topform bringt, insbesondere durch Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel, Bewegung und guten Schlaf, der darf auch nicht hoffen, klar denken, viel leisten und qualitativ hochwertige Entscheidungen zu treffen. Viele Leute wissen gar nicht, wozu ihre Denkmaschine in der Lage wäre, wenn sie die richtigen Voraussetzungen dafür schaffen würden. Sehr viele Menschen leben in einer Art Hirnnebel, ohne es zu merken. Ja, auf dem Bild schön dargestellt: Dieser Brain Fog, der uns umgibt, der kostet uns einfach total den Fokus, der kostet uns total die Konzentration auf die Dinge, die wichtig sind. Und man merkt halt, je zuckerlastiger und je kohlenhydratreicher man sich ernährt, umso mehr kommt es zur Verzuckerung und zur Karamellisierung unserer Gehirnsubstanz und damit zur Verschlechterung unserer geistigen Leistungsfähigkeit. Auf diesem Bild ein ganz, ganz wichtiger Hinweis für diejenigen, die sich mit Ketonen, mit exogenen Ketonen und mit dem Zustand der Ketose im Zusammenhang mit Gewichtsabnahme beschäftigen wollen. Bitte denkt immer dran: Fett ist ein Volumen, eine Volumensubstanz und hat viel mehr Fläche oder nimmt viel mehr Raum ein als Muskulatur. Das heißt, wenn ihr jetzt in eurem Körper Fett abbaut und parallel dazu durch körperliche Aktivität, durch Sport Muskulatur aufbaut, dann dürft ihr euch nicht wundern, dass euch die Waage keine massive Gewichtsreduktion zeigen wird. Das heißt, wenn ihr eure Form eures Körpers verändern wollt, wenn ihr abnehmen wollt, wenn ihr Fett verbrennen wollt, dann müsst ihr bitte zu Beginn eures Selbstversuchs, sage ich mal, nicht nur
die Waage benutzen, sondern müsst auch Umfangmessungen durchführen und am besten Fotos von euch machen, von vorne, von der Seite und von hinten, dass ihr die Erfolge Schritt für Schritt nachverfolgen könnt und nicht nur auf die Waage achten. Muskeln sind einfach deutlich schwerer als Fette. Und ich habe jetzt schon mehrere Leute erlebt, die nach 4, 6, 8 Wochen total enttäuscht waren und gesagt haben, Mensch, jetzt habe ich mich extra mit diesen Ketonen beschäftigt. Ich trinke jeden Tag meine exogenen Ketone und trotzdem habe ich in 2 Monaten plus 3 Kilo abgenommen zum Beispiel oder plus 2 Kilo abgenommen. Und die haben sich dann auf Körperanalysewaagen gestellt und haben dann festgestellt, dass sich ihre Viszeralfettwerte massiv verändert haben. Also ich habe jetzt mehrere erlebt, wo sich die Viszeralfettwerte um weit über 30% verringert haben innerhalb von 6 bis 8 Wochen, obwohl auf der Waage nicht wirklich viel passiert ist. Ja, und jetzt müsst ihr euch mal mit einem Arzt unterhalten, wie gefährlich dieses Viszeralfett in eurem Körper ist. Ja, auch über Blutanalysen haben wir jetzt mehrfach festgestellt, dass sich zum Beispiel die Leberwerte enorm verbessert haben durch die Zugabe exogener Ketone. Ja, auch das ist natürlich kein Heilversprechen an dieser Stelle, sondern nur Erfahrungswerte von mir persönlich bekannten Menschen, die wir halt in dem Bereich getestet haben. Ja, mein persönliches Fazit als Physiotherapeut im Umgang mit diesen exogenen Ketonen ist relativ simpel. Mit exogenen Ketonen kann ich durch das Trinken eines Ketondrinks alle Vorteile erreichen, die mir die Ketose bringt. Ketone wirken wie Signalgeber, das heißt, auf der einen Seite haben sie einen energieförderlichen Prozess für meinen Körper und zum anderen unterstützen sie mich aber auch bei anderen Dingen, wie zum Beispiel klarer denken zu können, fokussierter zu sein, weniger Entzündungsprozesse im Körper zu haben und so weiter und so weiter. Für Sportler total interessant, wenn man Krafttraining macht, produziert man weniger Laktat im Zustand der Ketose und ist deshalb deutlich leistungsfähiger. Für viele Menschen sind exogene Ketone so eine Art Dominostein, der quasi eine ganze Kettenreaktion zur Folge gehabt hat. Ja, die fangen an, Ketone zu trinken, merken, dass sich in ihrem Körper was verändert und fangen dann an, in ihrem Kopf was zu verändern. Ja, fangen plötzlich an, ein bisschen Sport zu machen, fangen plötzlich an, sich bewusster zu ernähren und verändern damit ihr ganzes Leben. Und für mich kann ich ganz eindeutig sagen, Ketone haben mein Leben massiv verändert. Ich bin mit den Ketos jetzt ungefähr seit Mai 2020 beschäftigt, also seit ungefähr 7 Monaten. Und was sich in der Zeit verändert hat, ist absolut radikal. Ich werde euch da später Bilder dazu zeigen. Die exogenen Ketone, mit denen ich mich beschäftige, sind diese da. Die nennen sich Keto-OS-NATs. Diese Buchstaben N-A-T heißen auf der einen Seite natürlich naturally, weil sie hundertprozentig natürlich hergestellt werden. Eigentlich aber steht NAT für Nutritionally Advanced Technology. Das ist also kein Nahrungsergänzungsmittel, sondern das ist eine Ernährungstechnologie, die massiv erforscht wurde und wirklich absolut, ich sage mal, in der ständigen Überarbeitung ist. Ja, es gibt mittlerweile mehrere Generationen von exogenen Ketonen von dieser Firma, die jedes Mal wieder eine deutliche Verbesserung durchlaufen haben. Ich glaube, wir befinden uns aktuell in der 5. Generation des Produkts. Zu den Inhaltsstoffen ein paar Worte. Zum einen haben wir Mineralien im Produkt, nämlich Calcium, Magnesium und Sodium. Sodium ist Natrium. Zum anderen haben wir L-Taurin und L-Leucin, 2 Aminosäuren, die für unseren Körper ganz wichtig sind, nämlich für den Energiestoffwechsel der Zelle, insbesondere der Muskulatur. Dann ist im Produkt was ganz Besonderes enthalten, nämlich CMET-100, die innere Rinde der Katzenkralle, kennt ihr als Inner Bark of Uncaria tomentosa, wird in der Schulmedizin zur DNA-Reparatur verwendet. Woran sich viele Leute stören, sind die sehr, sehr hohen Vitamin-B-Werte. Und zwar stören sich die Leute nicht daran, weil so viel drin ist, sondern weil der Prozentsatz da hinten so hoch angegeben wird. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, bei der European Food Safety Authority nachzuschauen. Das ist eine europäische Behörde, die sich mit Nahrungsmitteln beschäftigt, die angeben, was die Maximalwerte von Inhaltsstoffen von Nahrungsmitteln betrifft. Und die haben für B6 zum Beispiel festgelegt, dass 25 Mikrogramm die Höchstdosis pro Tag sein soll.
Im Produkt haben wir bei B6 5 Mikrogramm. Also ein Fünftel dessen, was die Tageshöchstdosis sein soll. Dann haben wir bei B12 nach der europäischen Behörde 5000 Mikrogramm und im Produkt haben wir 100. Das heißt, ihr seht schon, wir sind ganz, ganz, ganz weit weg von den Obergrenzen der europäischen Behörde. Außerdem habe ich jetzt vor kurzem erst im Fernsehen gesehen, gibt es eine Firma, die in der Apotheke Nahrungsergänzungsmittel verkauft, basierend auf B12 und dadurch eine deutlich bessere körperliche und geistige Leistungsfähigkeit verspricht. Das ist ein Produkt, das gibt es schon seit vielen Jahrzehnten in der Apotheke und wird vor allem älteren Menschen angeboten, um körperlich und geistig leistungsfähiger zu sein. Und da erscheint in der Fernsehwerbung, glaube ich, 5-mal hintereinander ganz groß Vitamin B12. Und hier wird es quasi als negativ gesehen und in der Apotheke wird es als positiver Wirkstoff verkauft. Da sollte sich jeder mal Gedanken dazu machen. Wir haben im Produkt Erythritol. Ich habe vorher mal den Begriff Erythrit erwähnt. Vielleicht könnt ihr euch erinnern bei dem glykämischen Index. Die Produkte, diese exogenen Ketone, sind gesüßt mit Erythritol. Warum mit Erythritol? Weil Erythrit genauso wie auch Stevia den Insulinspiegel nicht nach oben schießt und trotzdem das Produkt süß macht. Und die Produkte müssen süß sein, weil Ketone, BHBs, sehr, 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 sehr ekelhaft schmecken, eben wie Kerosin schmecken. Und die müssen quasi über Süßungsmittel so aufbereitet werden, dass man sie auch gut trinken kann. Das Wesentlichste in dem Produkt ist natürlich das RBHB, wie vorher erwähnt, die rechtsdrehenden Beta-Hydroxybutyrate. Ich habe jetzt noch mal eine Folie, wo wir auf einen Blick alle Benefits der Ketose durch exogene Ketone zusammengefasst haben. Ja, im Schnelldurchgang eine deutlich verbesserte Energie, ein deutlich besserer Fettabbau, viel mehr Fokus, viel mehr geistige Leistungsfähigkeit, eine deutlich bessere Laune, weil wir nicht mehr in diese Hungersituationen kommen, eine bessere Leistungsfähigkeit, nicht nur geistig, sondern natürlich auch körperlich, ein erheblich verbessertes Hautbild, denkt bitte an Zellulite, denkt bitte an Falten, verbesserte Schlafqualität. Da ist übrigens zu erwähnen, man schläft mit Ketos nicht länger, sondern man schläft mit Ketos effektiver. Bei mir ist es zumindest so gewesen, dass ich früher 7 Stunden geschlafen habe und nicht fit war. Jetzt schlafe ich 5 bis 6 Stunden und bin deutlich, deutlich fitter und leistungsfähiger. Wir haben einen besseren Kraftzuwachs. Das Denkvermögen wird besser, weil der Brain Fog verschwindet, dieser Hirnnebel verschwindet. Und der 10. Punkt, Muskelaufbau und vor allem Muskelerhalt ist deutlich effizienter und besser. Ich werde oft gefragt, Markus, du hast dich so krass verändert in den letzten 6 Monaten. Was hast du denn gemacht zusätzlich zum Trinken deiner exogenen Ketone? Und dann habe ich gesagt, ehrlich gesagt habe ich nicht viel gemacht, aber es gibt 3 Möglichkeiten, was man tun kann, wenn man es möchte. Man kann zum Beispiel weniger Kohlenhydrate zuführen, wenn man es möchte. Das ist nicht mein Weg, weil ich gehe offen und ehrlich zu, dass mein Tagesablauf vorher, jetzt und nachher immer gleich ist. Ich stehe in der Früh auf, ich trinke einen Kaffee, dann laufe ich meine 12 bis 15 Kilometer, dann bin ich in der Arbeit, im Laufe des Vormittags trinke ich wieder einen Kaffee, Mittag esse ich eine richtig schöne große Schüssel Salat mit Nüssen drin, mit Eiern drin und solchen Dingen, Nachmittag trinke ich wieder einen Kaffee und am Abend esse ich ganz normal. Da trinke ich meine 2 Bier, da esse ich eine Pizza, da esse ich Griechisch, da esse ich alles, was mir meine Frau zum Essen auf den Tisch stellt, esse ich mit Genuss und mit Freude und ich habe überhaupt kein Interesse, da eine kohlenhydratarme Diät zu machen. Die Möglichkeit Nummer 2 wäre mehr körperliche Aktivität, wenn man es möchte. Das war bei mir im Endeffekt ein Zufallsprodukt. Ich bin vorher jeden Tag meine, keine Ahnung, 9 Kilometer gelaufen. Jetzt laufe ich halt jeden Tag meine 12 bis 15 Kilometer, aber nicht, weil ich es wollte, sondern weil es einfach wie von selber passiert ist, weil mein Körper einfach mehr Leistungsfähigkeit abrufen konnte. Und der 3. Weg, die exogenen Ketone zu unterstützen, wäre intermittierendes Fasten. Und da ist der gebräuchlichste Weg das sogenannte 16-8-Fasten, wenn man es möchte. Und das war für mich die allereinfachste Variante, weil, wie ich es gerade erzählt habe, habe ich immer schon intermittierendes Fasten betrieben, weil ich Abendessen spätestens um 19 Uhr zu mir nehme
und dann erst am nächsten Tag um 12 Uhr oder 12.30 Uhr wieder was esse. Das heißt, zwischen 20 Uhr und 12 Uhr Mittag habe ich meine 16 Stunden nichts essen und damit mein intermittierendes Fasten. Und darum war das für mich das perfekte Produkt. Ich musste mich hier oben nicht einschränken. Hier in der Mitte ist alles von selber passiert, ohne dass ich mich zwingen musste. Und das unten, das habe ich eh schon immer gemacht. Und von daher hat es bei mir exzellent funktioniert. Ich würde euch aber empfehlen, nicht meine Geschichten zu glauben, sondern ich würde euch vielmehr empfehlen, eure eigenen Erfahrungen zu machen, weil die besten Argumente sind immer die, die ich selber erlebe, die ich selber an meinem Körper spüre, die ich selber an meinem Körper erfahre. Und diejenigen unter euch, die wissenschaftliche Beweise haben wollen, kauft euch ein Keto-Messgerät, das kostet keine 100 Euro und ihr könnt in eurem eigenen Blut sofort messen und beweisen, funktioniert es bei mir oder funktioniert es nicht bei mir. Bei mir hat es perfekt funktioniert. Ihr seht auf dem linken Bild ein ganz, ganz erschreckendes Bild vom 18. Oktober 2019. Da habe ich ausgeschaut wie ein Luftballon. Hier in der Mitte seht ihr ein Bild vom 17.03.2020. Das war der Tag, an dem die Bayerische Landesregierung mir und meiner Fortbildungsakademie Betriebsverbot erteilt hat und ich wirklich 24 Stunden nicht wusste, ob ich jetzt Insolvenz anmelden muss oder ob ich das überleben kann oder ob ich eine Chance habe. Da war ich also körperlich und vor allem war ich mental in einem dermaßen katastrophalen Zustand, dass ich nicht gewusst habe, ob ich es überstehe. Und kurz drauf, 6 Monate später, seht ihr hier das rechte Bild. Das ist an einem Nachmittag entstanden in meinem Büro, weil ein Freund bei mir war, der mit mir das Thema der Ketone intensiv besprochen hat. Und da hatte ich gerade, ja, ich sage einmal so knapp 4 Monate die Ketone zu mir genommen. Also ich habe angefangen Ende Mai, also Juni, Juli, August, 3 Monate die Ketone zu mir genommen und ich habe insgesamt mittlerweile über 10 Kilo Gewicht reduziert und habe vor allem mein Körperfett ganz, ganz, ganz erheblich abbauen können. Also meine Körperform hat sich total verändert. Meine Hosen, meine Klamotten passen mir überhaupt nicht mehr und das ist das Maßgebliche. Und also aus körperlicher Sicht das Maßgebliche. Und was für mich halt total wichtig ist, dass halt mein Hirn ganz anders funktioniert. Meine Motivation ist ganz eine andere. Meine Stimmung ist eine ganz andere. Also ich für mich muss sagen, Ketos haben mein Leben maximal verändert. Und natürlich gibt es hunderte wissenschaftliche Erkenntnisse zum Zustand der Ketose. Seit keine Ahnung wie vielen Jahrzehnten wird der Ketosezustand wissenschaftlich evaluiert. Und wenn ihr einfach nur im Internet eingebt, wissenschaftliche Studien oder evidenzbasierte Erkenntnisse zum Thema Ketose, findet ihr noch und nöcher. Also da müsst ihr euch nur mal eine Viertelstunde damit beschäftigen. Ja, damit bin ich am Ende meines Vortrags angekommen. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass ich euch das Thema Biohacking, das Thema Ketone, ketogene Ernährung und vor allem das Thema exogene Ketone etwas näher bringen konnte und mit manchen Gerüchten auch ein bisschen aufheben konnte. Viel Spaß beim Ausprobieren.